Es lässt sich nicht schließen. Es lässt sich nicht schließen. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Zu urteilen, genau da, wo ich gerade noch stand. Nur fehlt das Gewächshaus der Caponia. Und statt dem schäbigen Gewächshausschuppen steht hier plötzlich ein schnuckliges Ferienhaus. Das alles muss mit dieser seltsamen Maschine zu tun haben. Vielleicht eine Art Zeitmaschine oder ich befinde mich in einer anderen Dimension. Wer weiß das schon. Aber nach meinen Erfahrungen aus dem Buch Zeitreisen, was man mitnehmen muss und was passiert, wenn man sich selbst trifft, würde ich auf Zeitreise tippen, ja. Seltsame Maschine. Naja, sehr weit in der Vergangenheit kann ich ja nicht sein. Am besten, ich schaue mich hier einfach mal ein bisschen um. Vielleicht kann mir das kleine Mädchen da hinten ja einige Fragen beantworten. Wasser? Ja, Sushi sollte endlich in Freiheit leben. Ich kann nur hoffen, dass die anderen Fische sie akzeptieren werden. Ich befürchte das Schlimmste. Ich konnte noch nie gut mit Kindern umgehen. Und sie sieht nicht gerade aus wie ein fortschrittliches, unkompliziertes Mädchen. Hallo, Kleines. Lass mich in Ruhe, Blödmann. Hey, das ist aber gar nicht nett. Sag meine Mama immer zu meinem Papa. Also darf ich das auch sagen. Was macht so ein bezauberndes, kleines Mädchen denn ganz alleine hier draußen, hm? Als ob jemand freiwillig mit dir reden würde. Was? Nichts, nur laut gedacht. Ich mag dich nicht. Nun, wie auch immer, mein Name ist Zack, Zack McCracken. Jetzt bin ich ja auch kein Fremder mehr. Könnte ich dir vielleicht einige Fragen stellen? Wenn das sein muss. Wo bin ich hier? Kennst du einen Ort namens Zürich? Ja, davon redet mein Onkel immer. Der wollte mit mir dahin fahren. Vielleicht ist das hier ja Zürich. Ich hatte mir es aber anders vorgestellt. Ah, interessant, danke. Spielen wir was zusammen? Nein, Kleines, ich habe keine Zeit.
Also, was machst du hier? Mein Onkel will hier eine Wiese bauen, wo der dann Blümchen züchten kann. Eine Wiese. Du meinst ein Gewächshaus? Ja, genau. So war. Von welchem Planeten kommt dein Onkel? Das verstehe ich nicht. Der kommt aus New York. Ah, okay. Das erklärt auch einiges. Welches Jahr haben wir? Bist du verrückt? Wie? Ob du komisch im Kopf bist? Nein. Meine Mama kennt einen bei ihr auf der Arbeit. Der ist auch verrückt. Ich bin... ach, egal. 1987. Was? Wir haben 1987. Ach, 1987. Genau. Danke, Kleines. Hey, Kleines. Kann ich mir mal kurz deine Puppe ausleihen? Nein. Warum nicht? Weil du pervers bist. Warum denn das? Weil du pervers bist. Meine Mama hat mir zu einer Freundin gesagt, nur perverse Männer benutzen Puppen. Aha. Ich will sie ja nur, weil ich sie brauche. Nein, und wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann sage ich mein Onkel, du hast mich gehauen. Kleines Biest. Hey, Kleines, kann ich mir mal kurz deine Puppe ausleihen? Nein. Warum nicht? Weil du pervers bist. Alles, was der will. Warum denn? Ja, aber du... Aha, ich will sie ja nur... Nein, und wenn du mich nicht... Ja, das haben wir schon. Biest. Na, dann spiel mal schön weiter. Ein schönes Vogelhäuschen. Da scheint jemand tierlieb zu sein. Es hat geklappt. Dank dem blauen Kristall der Scolaria konnte ich meinen Geist in den Körper dieses Vogels übertragen. Oha, wird immer verrückter. Wäre doch gelacht, wenn mir das nicht irgendwie weiterhelfen würde. Vielleicht finde ich ja am Inneren des Hauses etwas, das mir weiterhilft. Ein kleines Labor. Das hier muss der Ort sein, an dem der Mikrobiologe aus Schottland geforscht hat. Wenn ich Audreys Schwachstelle finden will, dann wäre hier vermutlich der richtige Ort, um danach zu suchen. Zettel. Schätzungsweise sind das alles unwichtige Dinge, sonst würden sie nicht auf dem Boden liegen. So. Zum
Hoffentlich ist Vogeldreck nicht das Einzige, was ich hier finde. Oh, da ist etwas zum Vorschein gekommen. Rote Beeren. Beeindruckendes Erlebnis. Der Schlüssel hat gepasst. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Hey, das sieht interessant aus. Direkt oben. Wie witzig. Ich bin gespannt, ob ich aus diesen Aufzeichnungen irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Ich trage das nicht durch die Gegend. Oh, dann schau es dir wenigstens an. Das sieht aus wie eine Destilliermaschine. 3 Flaschen sind hier angebracht. Ich denke...